Ganz weit oben auf der Tagesordnung des Weltwirtschaftsforums steht die Diskussion bezüglich der vierten Industrierevolution. Wer wird durch diesen technologischen Fortschritt aber am meisten gefährdet? Davos, ein kleiner Ort in den Schweizer Alpen, ist die Heimat des jährlichen World Economic Forums, bei dem man über die größten globalen Risiken und über die aktuelle Wirtschaft spricht. Gemäß der World Economic Forum Forschung und einem Artikel von Klaus Schwab, dem Gründer des WEF, werden bis 2020 aufgrund der steigenden digitalen Revolution rund 5 Millionen Arbeitsplätze verloren gehen. Diese Forschungen erfassen Länder wie Brasilien, China, Indien, Großbritannien und die USA. Das Fortschreiten der künstlichen Intelligenz hat sich in den letzten Jahren von selbstfahrenden Autos bis zu Drohnen stark beschleunigt. Von einer technologischen Verlangsamung fehlt jede Spur. China und Deutschland treiben diese technologischen Fortschritte massiv an. Die deutsche Automobilherstellung verfügt über Roboter und chinesische Fabriken wollen dessen Produktivität und Konnektivität verbessern. Die Verschmelzung von physischen und Technologiegebieten bietet einigen Davos-Teilnehmern und Unternehmen reelle Chancen. Durch die neue industrielle Revolution müssten Industrien, Gesellschaften und Unternehmen wie Microsoft und Facebook stark zulegen. Jobs inmitten des Verwaltungssektors und einfache Bürojobs werden bis 2020 zwei Drittel des allgemeinen Arbeitsplatzverlustes ausmachen. Frauen werden von den zukünftigen Veränderungen aufgrund ihrer statisch geringeren Beteiligung in nicht so stark gefährdeten Bereichen am stärksten betroffen sein. Als rentabel gelten Bereiche wie Architektur, Mathematik und Ingenieurwesen. Andy Haldane, Chefvolkswirt bei der Bank von England, sagt, dass sich die Volkswirtschaften im schlimmsten Fall an die neuen Technologien einfach anpassen werden, die aber auch eine Talentknappheit, Massenarbeitslosigkeit und eine wachsende Ungleichheit einbringen werden. Kleinere Unternehmen, die sich in ärmeren Ländern befinden, könnten stark zurückfallen und nicht in der Lage sein, diesen Anpassungen an die technologischen Veränderungen gerecht zu werden. Unternehmen müssen ihre aktuelle Belegschaft durch Umschulung auf die kommenden Veränderungen unbedingt vorbereiten, während die Regierungen diese Bemühungen durch ein entsprechendes günstiges Umfeld dringend unterstützen sollten. Liebe Zuschauer, das war es für heute. Ich bedanke mich für das Zusehen. Bleiben Sie dran, alles Gute und bis bald.